Hallo Leute, mit einem neues Video. Warte, ihr habt unseren Kanal noch nicht abonniert. Abonniert jetzt unseren Kanal, liked das Video und teilt es mit euren Freunden. Und jetzt, lasst uns mal loslegen. Let's go! Weißt du, wer unsere Tochter heute heiraten will? Wer? Prinz Mark, der reichste in diesem Land. Das ist wirklich eine sehr schöne Nachricht. Hey Sandy, kannst du bitte hier kommen? Weißt du, wer dich heiraten will? Nein, wer? Der Prinz Mark. Was? Prinz Mark? Ja, du wirst dann reich und er hat Autos und auch Häuser. Aber Vater, ich will diesen Mark nicht heiraten. Ich mag ihn nicht. Er ist so unsympathisch. Nee, du musst ihn heiraten, verstehst du? Du musst ihn heiraten. Ich und deine Mutter haben es entschieden. Also musst du ihn heiraten. Ja, du wirst dann reich und du wirst dann viele Autos und viele Häuser kaufen können. Und du wirst auch Geld bekommen. Verstehst du? Nein, ich will das nicht. Bitte, nee. Mama, bitte nein, ich will ihn nicht heiraten. Doch, du musst es, wir haben es entschieden, verstehst du? Du wirst viele Diener haben und du wirst in ein schönes, vielen Haus leben. Du sagst nein, aber Vater, Geld macht nicht glücklich, Geld kauft keine Freude. Deine Hochzeit ist nächste Woche und wir haben es entschieden. Verstehst du es? Nächste Woche. Bereite dich vor für die nächste Woche. Nein, ich will ihn nicht heiraten. Warum? Du siehst sehr schön aus. Wow. Danke. Hä? Warum bist du so traurig? Heute ist doch deine Hochzeit. Du wirst einen reichen Mann heiraten. Oh, ich bin gezwungen, ihn zu heiraten. Ich mag ihn nicht. Er überschätzt sich selbst. Was? Er ist reich. Du musst ihn heiraten. Ja, er ist reich, aber Geld macht nicht glücklich. Meine Dame, wir sind fertig. Sie sind bereit für ihre Hochzeit. Komm, lass uns zu der Hochzeit gehen. Ja, komm. Herzlich willkommen, Damen und Herren. Bitte schön, komm rein. Dankeschön. Dankeschön. Wir sind dran. Komm, Schatz. Wow, die Hochzeit ist sehr schön. Ich bin sicher, die Dame ist sehr zufrieden. Ja, sie ist so glücklich. Ich wünsche, ich werde sie. Ja, ich auch. Und Mama, wie findest du die Hochzeit? Voll schön. Es ist schön, weil du schön bist, mein Sohn. Ja, danke, Mama. Aber ich habe eine Frage. Wo ist deine Frau? Ja, sie kommt gleich. Sandy, komm hier. Du musst jetzt zu den Leuten rausgehen. Ja, ich gehe. Wow, die Prinzessin ist ja, da. Sie ist sehr schön. Oh mein Gott, ich wünsche, ich werde ja, sie. Stimmt. Ja, stimmt. Ja. Hallo. Hallo. Du bist so schön.
komm, sitz hier. Danke. Ich bin sehr glücklich, du bist sehr schön. Aber warte, warum bist du traurig? Lächel mal. Nee, ich bin nicht traurig, alles gut. Schau, wie schön der Prinz ist. Er braucht eine schöne Frau wie ich. Nein, wie ich. Ja, er verdient diese Frau nicht. Sie ist traurig, obwohl sie einen sehr schönen und reichen Mann geheiratet hat. Ihr gefällt wirklich nichts. Die reden über mich. Warum? Ich muss schnell von hier abhauen. Ich muss schnell abhauen, bevor andere Leute über mich lästern. Ich muss ganz, ganz schnell von hier abhauen. Wo gehst du, mein Schatz? Nee, ich komme gleich, keine Sorge. Ja, okay. Gott, hilf mir. Ich will ihn nicht heiraten. Ich bin sicher, mein Leben mit ihm wird nicht so schön sein. Wer ist dieses Mädchen und warum weint sie? Oh mein Gott, ich gehe zu ihr, um sie zu trösten. Hallo. Hallo. Warum sind Sie traurig? Nix, alles gut, ich bin gut. Sie können mir erzählen, vielleicht kann ich Ihnen helfen. Ja, Ich bin gezwungen, einen Prinz zu heiraten, aber ich will das nicht. Was? Du bist von deiner Hochzeit abgehauen? Oh mein Gott. Keine Sorge, lasst uns etwas trinken. Danke dir. Nimmst du den Platz bitte? Bitte schön, das Geding für dich. Du bist wirklich ein sehr nettes Mann. Du bist auch eine schöne Frau, ja, wirklich. Du musst immer zufrieden sein, ja? Wie heißt du? Ich heiße Markus und arbeite hier seit 10 Jahren. Aber ich bin nicht reich wie du. Nee, für mich ist Geld nicht so wichtig. Für mich ist das Wichtigste, glücklich zu sein. Ja, und Geld kauft doch kein Glück. Weißt du, du bist eine schöne Frau, wirklich. Danke, du bist sehr nett. Ich liebte diese Frau vom ersten Blick, ja. Ich liebte diesen Mann vom ersten Blick, obwohl er arm ist. Hast du sie gefunden? Ja, ich habe sie gefunden. Sie ist dort mit einem Mann. Was? Ein Mann? Wer ist dieser Mann? Ich muss sofort sehen.
Was? Du sitzt hier und wir suchen dich die ganze Zeit? Was machst du hier? Warum bist du da? Sind Sie Herr Mark? Hallo, hallo, bitteschön. Was für bitteschön? Warum ist meine Frau mit dir? Ich kann es erklären. Sei leise. Komm sofort mit mir. Sofort. Okay, ich komme. Tschüss, Markus. Wir werden uns bald sehen. Ja, wir sehen uns bald. Oh mein Gott, warum ich arm bin? Warum ich nicht reich bin? Warum ich habe keine schöne Frau wie diese Frau? Ich werde der Prinz und Prinzessin folgen. Ich soll zur Party gehen. Ich werde Sandy das letzte Mal sehen. Okay, muss es schnell gehen. Setz dich auf dem Sofa. Wo warst du? Du verdienst meinen Sohn nicht. Lass sie, Mama. Ich werde mit ihr ein Gespräch nach der Hochzeit haben. Wo war die Prinzessin? Ja, warum ist sie geschwunden so plötzlich? Ja, sie ist wirklich so undankbar. Ach Gott, dieses Mädchen bringt uns nur Probleme. Ach, sie ist so undankbar. Oh, wo war die Prinzessin? Warum ist sie abgehauen? Oh, vielleicht gibt's ein Geheimnis, oder? Ist das die Villa von Prinz Mark? Ja, das ist die Villa. Was wollen Sie? Ich will reingehen. Heute ist seine Hochzeit. Sie können reingehen. Ja, ich weiß, deswegen bin ich heute gekommen. Hey, Prinz Mark, ich bin Melissa. Wer hat mich gerufen? Das bin ich, Melissa, und das ist deine Tochter Sarah. Was? Wer bist du? Nee, ich kenne dich nicht. Wer bist du? Ich kenne dich nicht. Nee, geh von hier. Wer ist diese Frau? Warum ist der Gesicht von Prinz Mark blass geworden? Ja, warum ist der Gesicht von ihm blass geworden? Oh, was passiert? Was ist passiert? Wer ist diese Frau? Ich bin seine Frau. Er hat mich vor 5 Jahren heimlich geheiratet und jetzt will er eine andere Frau heiraten. Was? Der Prinz ist geheiratet? Das ist eine Katastrophe. Das geht nicht. Das ist eine Schande. Ja, stimmt, ja. Ja, ich bin seine Frau. Ihr könnt einen DNA-Test machen. Nein, du lügst. Geh schnell von hier. Bodyguards, kommt. Was? Du bist verheiratet? Was? Stimmt das? Nein, ich habe sie dann vor 3 Jahren geschieden. Nee, das stimmt nicht. Geschieden, ja. Du verdienst meine Tochter nicht. Nee, bitte lass mich erklären, das stimmt nicht. Du verdienst meine Tochter nicht. Geh schnell von hier. Hier endet die Hochzeit. Verstehst du es? Du bist so frech. Ja, okay, ich gehe. Lass deine Tochter einen neuen Mann finden. Prinzess Mark, hallo. Geh von meinem Gesicht. Was ist los? Kann ich rein, bitte? Ja, sie können rein. Aber es gibt keine Hochzeit mehr. Was? Hallo Sandy, ich bin Markus.
Hallo, warum bist du da? Ich wollte dich sehen. Ich habe den Prinz Mark gesehen. Er war wütend. Was ist los? Was passiert? Er ist ein Betrüger. Er hat diese Frau dort vor 5 Jahren geheiratet. Und jetzt will er mich heiraten. Was? Wirklich? Oh mein Gott. Aber Gott sei Dank haben wir die Wahrheit gewusst. Sonst wären ich und er ein Paar jetzt. Ja, Gott sei Dank. Gott sei Dank ist diese Frau gekommen und hat die Wahrheit gesagt. Sonst wäre er jetzt mein Mann von meiner Tochter. Meine Tochter, ich entschuldige mich. Du musstest diesen Mann nicht heiraten, aber wir haben dich dazu gezwungen. Nee, alles gut, Papa, aber Gott sei Dank haben wir die Wahrheit entdeckt. Ich will dir einen Freund vorstellen. Markus, komm hier. Ja, ich komm. Hallo, mein Sir. Oh, hallo, du siehst sehr nett aus. Ja, das stimmt, er ist voll nett. Dankeschön. Es ist die passende Zeit, sie zu heiraten. Ich werde ihr sagen, dass ich sie heiraten will. Ich werde keine Angst haben. Jetzt, Sandy, ich will dich heiraten. Wirklich? Ja, wirklich. Ja, ich will dich heiraten. Ich bin arm, aber ich will dich heiraten. Sag mir bitte. Ja, natürlich. Wir können heiraten. Ich liebe dich. Okay, dann fängt eure Hochzeit jetzt an. Was? Jetzt? Jetzt? Ja, jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Papa. Jetzt. Okay, danke. Dankeschön, mein Sir. Dankeschön. Ich bin sehr glücklich. Oh mein Gott. Aber ich habe keinen Anzug. Keine Sorge, wir werden dir eins jetzt bringen, sofort. Keine Angst. Oh, danke schön. Ihr seid wirklich ein schönes Paar zusammen. Ja, das stimmt. Ja. Sie sind sehr schön zusammen. Ja, stimmt. Ja. Bist du glücklich? Ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Gott sei Dank. Und so Leute, das war's mit unserem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren, zu liken und das Video mit euren Freunden zu teilen. Und jetzt, tschüss!